und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben unseren, schauen wir mal hier, Kletterring erhalten. Damit können wir jetzt höchstwahrscheinlich klettern, wie der Name schon sagt. Einige Glücksfragmente gekriegt, Muscheln oder mal wieder mit dem Tod gekämpft, weil ihr seht ja, ich habe jetzt nicht gerade viel Leben. Hoffen wir mal, dass ich hier ein bisschen Leben kriege. Aber hier sind wahrscheinlich nur Bomben drin. Oh, traurige Sache. Naja, jetzt wo wir einen Kletterring haben, sollten wir es mal versuchen. Ja, da seht ihr, an solchen Wänden können wir da mal hochklettern. Gib mir Herzen, gib mir Herzen, gib du mir ein Herz. Immer diese Nicht-Herzgeber. Okay, so sagt man das nicht. Und hier können wir noch nicht hin. Da, um den Schalter, müssen wir den Schalter betätigen. Also wir müssen einen Schalter betätigen und der andere muss von etwas anderem betätigt werden. Aber da wir jetzt bisher jetzt nichts im Raum sind, was das betätigen könnte, können wir es auch nicht betätigen. Fertig. Vielleicht fällt jemand an meiner Stimme auf. Endlich ist mein Dreckschnupfen weg und Hilfe, 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 Hilfe. Fuck, da habe ich mich zu sehr ins Getümmel gestürzt. Okay, da komme ich nicht hoch. Genau, mein Schnupfen ist weg. Endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Und jetzt gib du mir ein Herz. Ich denke, die geben mir wahrscheinlich noch nicht mein Herz. Und Hilfe. Hier ist richtig gefährlich rumzugehen. So, und hier oben tun wir wahrscheinlich nichts mehr erreichen, also versuchen wir es mal hier lang. Oh, ich glaube, es reicht nicht. Ja, da müssen wir die Steine hier aus dem Weg räumen. Um noch ein bisschen weiter nach hinten. Und Bomben brauchen wir keine mehr. Ich habe 10 Stück, oder? Jo, haben wir die maximale Anzahl. Und jetzt ab. Jo, reicht. Stirb, gib mir ein Herz. Geizhals. Oh, hier können wir noch rein. Ah, war ich schon drin. Okay, ich hoffe, jetzt finden wir mal eine Art Gang, wo wir jetzt mal hochklettern können, um neue Gebiete zu erreichen. Beziehungsweise endlich mal den Gongolberg fertig besteigen. Okay, besteigen ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend, aber naja. Naja, gut, nicht ätzend, sondern eher pervers. So, genau. Nicht ätzend. Habe ich versprochen. Abkürzung zum Fuß des Berges. Okay, hä? Okay, dann müssen wir rechts ran. Links ran. Hier runter. Ups. Und hier hoch? Ja, sag ich doch. Wie heißt es? Gongol Steilwand heißt es. Genau, Wand. Hier mit. Oh, schaut mal mein Leben an. Alter, habt ihr es gesehen? Okay, okay. Jetzt aufpassen. Volle Konzentration. Ich weiß, wo wir lang müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Nein, nein. Oh mein Gott, habe ich Glück. Hilfe. Okay, das ist jetzt so offensichtlich. Ja. Bomben reinwerfen verboten. Oh. Wenn es verboten ist, dann sollten wir das auch nicht machen. Oh, wir dürfen also keine Bomben reinwerfen. Ja, mach ich aber. Was wollt ihr jetzt tun? Und sie... Ja, oh mein Gott, was erscheint da? Tada! Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne? Weder noch, ich habe eine blaue reingeworfen. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche halten, jetzt kannst du mehr Bomben tragen, das ist doch gut. Mögest du erfolgreich sein. Ich habe eher gehofft, dass du nur ein Leben heilst. Aua. Wie sag ich Aua? Ich bin doch bloß da reingegangen, was passiert. Hoffen wir mal auf unser Glück von vor uns. Gib mir Herzen, gib mir Herzen, gib mir Herzen. Und speeden. Seht ihr, wie schnell das geht? Wenn man zur Seite geht, ist das schnell. Ich will keine... Ach, gib mir doch endlich Herzen, bitte. Am Ende muss ich noch welche kaufen. Das Geld dazu hätte ich ja, aber... Ich laufe doch jetzt nicht nach Hyrule, nur um Herzen aufzufüllen. Dann kann ich auch... Aua, okay. Oh mein Gott, wie viel Damage das mir drückt. Hilfe. Okay, hier kommt keiner mehr, oder? Och, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nein! Verdammt. Oh. Und warum? Aber wenigstens habe ich jetzt wieder volle Herzen. Naja, okay. Oh, jetzt darf ich den ganzen Berg nochmal rauflaufen. Okay, Leute, bis gleich. Ich glaube nicht, dass ihr das zuschauen wollt. Ja, da bin ich kurz wieder da. Jetzt wohl. Ich bin ja mal cool. Hab einen kurzen Abstecher in die Stadt gemacht und hab mir geschaut. Wie viel kosten denn diese Rubintasche? 80 Rubine? Ja, die holen wir uns doch. Oder? Ja, die holen wir uns, aber... Dafür muss ich kurz farmen gehen. Ein paar Rubine. Ich bin gleich wieder da.
Oh, eine neue Steinplatte. Träger der heiligen Macht, des Windes Flügel mögen dich nun auf dich. Schön getäuscht von mir. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Ja, ich nicht, aber du schon. Oh, ein Glücksfragment, yes. Und mit dem Fragment können wir gleich mit Bruna Fragmente fallen. Schauen wir mal, was passiert. Okay, das ist gleich vor der Stadt. Und dort ist... Oh, eine goldene Schlange. So eine welche Schlangen... Beziehungsweise es gibt auch Spinnen davon. Also es gibt mehrere Monster dieser Art, die halt golden sind. Und was gibt es viel zu denen zu sagen? Die geben halt extrem viel Geld, wenn man sie besiegt. Und deswegen machen wir das doch gleich. Ich habe zwar schon viel Geld, aber... ich komme da nicht durch. Ich darf nicht durch. Naja, okay. Bis gleich, Leute. So, ich habe jetzt einige Münzen ergattert. Na, okay, 87. Also ein paar mehr als die 80, die wir brauchen. Und jetzt können wir uns mal die Goldtasche... Nicht Goldtasche, wie heißt es? Rubinbeutel? Keine Ahnung, wie man das nennt. Also einen größeren Rubinbeutel halt besorgen. Weil irgendwann werden... wenn wir unsere 100 hier... Jetzt haben wir gerade 100 maximal. Und wenn die aufgefüllt sind, kriegen wir keine neuen Rubine. Und jeden einzelnen Rubin, den wir dadurch kriegen, würde verschwendet sein. Und das wollen wir nicht. Deswegen... Ja, damit... Jo, ich kaufe das. So, jetzt kann ich mehr tragen. Ich denke mal 200 statt 100, oder? Ja, wenn ich jetzt nicht... Wenn ich jetzt nicht falsch liege. So, gut, dann, ich mach mal schnell den Aufstieg. Bis gleich. Ist das wirklich das, was ich vermute? Sag ich doch. Hier können wir uns ein Herzteil abholen und unser Leben regenerieren. Ja. Aber ich dachte mir so, hä? Wieso ist da jetzt so ein komisches Loch? Also, das merkt man meistens daran. Also, falls ihr auch mal Zelda so Mensch, kennt man wieder aus eurer Spiele... Kiste, sag ich mal, ausgrabt. Denkt dran, wenn ihr so wie ich, aua. Hä? Ich sag schon so reflexartig, aua, obwohl das Ding mich nicht mal trifft. So ein dummer Stein, ne? Nö, also wenn ihr das mal wieder ausgrabt, denkt an den Tipp hier. Hier ist noch, hier kann man sich Leben auffüllen. Das habe ich jetzt gerade leider ziemlich spät bemerkt, sonst wären wir wahrscheinlich morgen nicht gestorben. Wieso morgen nicht gestorben? Mein Gott, was sage ich denn? Wären wir vor uns nicht gestorben? Meine Güte, ich habe so einen Sprachfehler derzeit. Weiß nicht, woran es liegt. Ich rede so viel. Na okay, aber das ist ja auch der Sinn davon. Und, ja, also benutzen wir mal diesen Pilz hier. Ich denke, das sollte reichen. Oh, so knapp. Was? Habt ihr gesehen? Der ist runter, wirklich gerollt. Boah, weg. Du musst mir ganz meine schönen Elfenleben hier wegnehmen. Das geht gar nicht, mein Freund. Und, oh, das war knapp. Okay, hier regnet's. Okay, benutzen wir mal den Teleporter. Beziehungsweise Kleinmacher, wenn ich ihn jetzt mal... Wow, fuck. Sind die groß. Das ist, als regnet es Bomben. Passt gut auf, mein Kindchen. Bei unserer jetzigen Größe wäre das fatal, wenn wir uns Tropfen treten. Okay, dann müssen wir da mal schnell durchspeeden. Okay, oh, einer hat uns getroffen. Aber der macht kaum Damage. Also, oh, das war knapp. Zwei haben uns getroffen, aber einer macht ein Viertel Herz-Damage. Das sollte uns jetzt nicht gerade jucken, sag ich mal. So... Da schieben wir zu. Um hier weiterzukommen, müssen wir einen weiteren Stein wegschieben. Heißt den hier. Durch den Regen ist natürlich auch meine Sicht eingeschränkt. Aber ich denke, das kann ich noch machen hier. Okay, jetzt habe ich mich aber nicht vertan, oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich dachte schon, ich wäre jetzt irgendwie ein Block zu viel oder beziehungsweise zu wenig. Ah, sollte jetzt hingehen. Könnte auch mal ein bisschen schneller gehen. Na los jetzt. Ja, und jetzt nur noch nach oben schieben und eins nach links. Die Musik vielleicht, ich weiß nicht, die Musik ist irgendwie ein bisschen gedrückter, nur weil es ein bisschen regnet. So, da sind wir auch durch. Hier haben wir nichts mehr zum Zuschieben, oder? Nö, also einfach hier rein. Okay. Oh, da sind wieder diese Viecher. Ah, ich habe jetzt keinen Bock, die zu killen. Das muss ich aufschieben, denke ich mal. Jo. Aber was ist hier oben? Nix. Ich werde hier mal die Wände prüfen.
Vielleicht habe ich ja Glück. Nein? Hier vielleicht? Oh, geh weg, Alter. Aua. Ah, jetzt bin ich hinter dir, ja? Das bist du. Ah, Hilfe. Krug, Krug, Krug. B ist hier. Schnell, schnell. Oh, puh. Oh, das ist ein gemeines Team. Die mir... Aua. Meine Güte. Alter, hast du mir viel Damage gedrückt. Boom. Okay, schauen wir mal. Okay. Habe ich mich geirrt? Da kommen wir nicht durch. Oh, hier auch nicht. Hier kann ich allgemein nicht durch. Da. Okay, jetzt heißt es schlau. Okay. Okay, schlau. Okay, das bin ich nicht. Nein, Spaß. Hier durch, hier durch, hier durch. So, schauen wir mal. Hier. Dann hier. Oder hier. Dann. Nein, schon okay. Ich übertreibe es jetzt nicht. Okay, ich glaube, ich habe was falsch gemacht, oder? Okay, denke ich, habe was falsch gemacht. Ich versuch's nochmal. Also bis hierhin war alles richtig. Jetzt darf ich den ganzen scheiß Weg zurücklaufen. Na los. Hier hoch. Und wieder runter. Oh, ich die Viecher weg? Ja, die sind wenigstens schon mal weg. Das war nicht schwer. Dann hier unten noch durch. Hier durch. Nein. Hier. Okay, jetzt schauen wir mal. Den können wir wahrscheinlich runterschieben. Sag ich doch. Den hier. Dann können wir den eins hier zur Seite. Einmal hier durch. Dann den hier zur Seite. Sag ich doch. Den runter. Den runter und den zur Seite. Oder zur anderen Seite halt. So. Oh, mich darf man nicht unterschätzen. Ich bin ja so intelligent. Na, okay. Eingriff stinkt. Entschuldigung. Puh. Da kehrt mein Schnupfen zurück. Entschuldigung. Oh mein Gott, jetzt habe ich das hier aus Versehen ausgewählt. Oh, ich hasse diese Viecher jetzt schon. Ups. Okay, da haben wir wenigstens was schnell Gutes gelernt. Dass ich hier nicht rüberkomme. Und laufe meine Bombe. Nein. Okay, dann muss ich mal wieder meinen magischen Krug hier benutzen. Na los, komm her. Okay, und hier muss ich die Krüge ranschieben. Oh mein Gott. Ein Nisa bahnt sich an. Oh mein Gott. Nein, Pause. So, diese 10.000 Dezibel wollte ich jetzt nicht auf eure Ohren belasten. Deswegen habe ich mal kurz Pause gemacht. Und weiter geht's. Hier runter, hoch. Ja, hoch was. Hier sind wieder diese komischen Schleime. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier was Gutes kriege. Sonst würden die das nicht so hochintelligent verschlüsseln. Und es sind... Bomben. Aber Bomben habe ich genug. Nein! Verdammt, schon wieder. Meine Güte. Boah, bin ich verschnupft. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Okay, und wie betätige ich jetzt den Halter da hinten? So, anscheinend nicht. Ich werde schon... Ah, eine Bombe rüberwerfen höchstwahrscheinlich. Ah, sag ich doch. Ich hoffe, es geht jetzt nicht auf Zeit. Nein, geht nicht. Okay, gibst du mir vielleicht Herzen, mein Freund? Nein, oh, 20 Rubine. Lecker. Okay, nicht lecker, sondern eher geil. Okay, hier einfach mal schnell durch. Okay, wie komme ich hier weiter? Ah, hier einen Stein durchwerfen. Durchwerfen, durchschieben. Hier runter. Da, da. Erstmal hier hoch. Oh, ich liebe einfach dieses Rätselraten hier. Bisher sind die Rätsel aber noch nicht sehr anspruchsvoll. Okay, hier eins hoch. Hier eins zur Seite. Hier eins hoch. Und eins zur Seite. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Ich kann es schieben. Puh, ich dachte schon, das hat man jetzt von hinten nicht, also von vorne besser gesagt, nicht gesehen, dass man das hier aufschieben kann. So, wie komme ich hier denn raus? Na, hier. Oh. Ah, hier zur Seite. Noch ein Glücksfragment. Sehr schön. Hier mal raus und hier können wir uns in eine Minish verwandeln. Oh, seht ihr, was ich da auch gerade sehe? Okay, erstmal hier so einen kleinen Gang. Was? Ich Idiot! Och, jetzt war ich so
auf diese Höhle fixiert, weil ich jetzt... Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Sorry. Boah, ich habe heute schon so oft gecuttet in diesem Part und es geht mich immer noch so auf. Wisst ihr, ich war halt jetzt ein bisschen froh, endlich diesen scheiß Berg erklommen zu haben. Und dann werde ich gleich... Dann rast man halt mal ein bisschen übermütig da rein. Und Meltas Mine, wir sehen's, wir haben es geschafft. Wir sind in Meltas Mine drin. Wir haben den Gongolberg bezwungen, sage ich jetzt mal so. Ich bin richtig glücklich drüber. Weil, boah, zweimal oder dreimal bin ich jetzt gestorben, ne? Aber, naja, da muss man durch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part, denn das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Jetzt sind bei uns Ferien, jedenfalls in Bayern. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Jedenfalls haben wir Ferien. Und wenn ihr in Bayern oder wo auch immer jetzt Ferien sind, wohnt, wünsche ich schöne Ferien. Und wir sehen uns ja gerne morgen wieder. Ja, oder vielleicht heute noch. Keine Ahnung, vielleicht... Naja, ich habe ein bisschen schon Lust auf Zelda. Vielleicht lade ich jetzt einen zweiten Part hoch. Kommt auf meine Laune an. Wenn nicht, ich entschuldige mich nochmal für die ganzen Skips. Und jetzt ist mein Controller runtergefallen. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abschließend gibt es nichts zu sagen. Also, ciao.